Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Und es ist warm. Es ist sehr warm. Ich habe jetzt hier in meinem Game Room gerade 27,8 Grad gemessen. Das ist heftig. Aber vollkommen egal, wir machen heute Pickups. Und zwar habe ich hier einen Stapel hingelegt und die arbeiten wir jetzt ab. Auch wenn mir die Suppe läuft wahrscheinlich. Aber egal, los geht's. Erstes Pickup ist ein PSP-Spiel und zwar das Mindquiz für die PSP. Habe ich als Bonus bekommen zu einem anderen Spiel, was ich mir bestellt hatte. Finde ich super, nochmal danke, wenn du dieses Video siehst. Super, dass du mir das reingelegt hast, finde ich richtig genial. Ich liebe es immer, wenn ich ein Spiel bestelle und zwei bekomme. Besser geht nicht, auch mit Anleitung und allem drum und dran. Tippeli-toppel, super. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu einem PS1-Spiel. Und zwar nichts Besonderes, sondern Scrabble. Auch in einem richtig guten Zustand, muss man ganz ehrlich sagen. Also guckt euch mal die Anleitung an. Das ist so von wegen, ich traue mich die gar nicht anzufassen. Das ist der Knaller. Die CD, habe ich mal geguckt, hat so, ich sehe es nicht wirklich mit dem bloßen Auge. Könnt ihr ja mal gucken, aber ich sehe da nichts. Ja, wieder mal ein PlayStation 1 Spiel für meine Sammlung. Ich bin begeistert. Das Einzige, was da an Makel dran ist, ist dieser Riss im Plastik hier vorne, aber das macht mir nichts. Das wird ausgetauscht, ihr kriegt eine neue Hülle und dann ist das wieder tippeltopp. Ja, freut mich. Scrabble. Ich habe Scrabble geliebt. Ich habe Scrabble damals mit der Familie gespielt. Eine super schöne Sache. So. Kommen wir zur nächsten Konsole und ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich noch Spiele zu kaufen, die sealed sind für die PS3. Das ist ein Otto-Kauf für 4,69 €. Blast Bluff Extension, habe ich gesehen, aber habe ich noch nicht in der Sammlung. Dachte ich mir, kaufst du dir einfach mal, weil ihr seht selber auch die Banderole hier noch, die, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Das ist noch original eingeschweißt und alles. Ich werde das Spiel wahrscheinlich nie spielen, aber ich fand es halt geil, dass es die noch zu kaufen gibt. Und besonders auch Sealed geht irgendwie immer. Blast Blue Extension. Das ist auf jeden Fall ein japanisches Spiel. Aber wie gesagt, geht in die Sammlung. Ich finde es ja toll, dass man noch Sealed-Spiele echt kaufen kann. Wahnsinn. Super. Falls ihr euch übrigens wundert, warum die Monitore da oben aus sind, es ist der Hitze geschuldet. Weil Monitore geben natürlich auch eine Menge Hitze ab. Die LED-Beleuchtung konnte ich anmachen, weil ihr wisst, LED und Wärme, das geht schon. So, und ich habe nicht nur dieses Spiel bei Otto gekauft, ich habe auch dieses Spiel bei Otto gekauft. Auch noch sealed. Und zwar Mindjack. Mindjack für die Xbox 360, auch noch sealed, wie ihr seht, auch noch komplett zu. Auch bei Otto bestellt. Beide zusammen habe ich jetzt bezahlt mit Versand, ich glaube 12 €. Und auch wenn ich kein Sealed-Sammler bin, ich stelle mir gerne Sealed-Sachen in meine Sammlung. Das wertet das so ein bisschen auf und auch das ist wieder ein Spiel, was ich wahrscheinlich nicht spielen werde, aber es in die Sammlung geht. Vielleicht greife ich das später mal ab, so in 5-6 Jahren und dann ziehe ich mir das mal rein. Machen wir. Also, Mindjack geht in die Sammlung der 360. Schöne Geschichte. So, jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die ich spielen werde. Jetzt weiß ich, warum ich mir hier eine Getränkeflasche hingestellt habe. Ich kann einfach... jetzt habe ich schon einen trockenen Mund. Bei dem Wetter ist das der Hammer. Ich trinke mal schon. Oh. Das tut so gut, wenn du so einen trockenen Hals hast. Aber egal. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu Spielen, die ich auf jeden Fall spielen werde. Und zwar Tales of Arise. Ganz, ganz klar wird gespielt. Ich bin noch an ein, zwei anderen Spielen dran, die ich mir noch geben muss, zu Ende spielen muss auf jeden Fall. Also eins davon werde ich durchspielen, das andere, da hänge ich schon ein wenig. Aber egal. Tales of Arise wird demnächst gespielt, finde ich toll. Habe ich mir auf einem der Marketplaces besorgt. Und zwar ist da schon ein PS5-Upgrade mit bei. Weil auch ich überlege, ja, mir langsam meine PS5 zuzulegen. Aber wann und wie
das bekommt ihr noch früh genug mit. So, also Tales of Arise geht also in die PS4-Sammlung, ganz klar. So, als nächstes haben wir The Outer Worlds, auch für die PS4. Schöne Geschichte, ich habe das bei einem Kumpel gesehen und dachte mir, sieht schon gut aus. Sieht wirklich schon gut aus, hätte ich gern. Ja, und ich hab's. Ja, ich stehe ja so auf Spiele im Weltraum und Spiele, wo du ein bisschen bauen kannst und alles sowas. Und The Outer World bietet mir das alles und das ist neben Tales of Arise das zweite, was ich spielen muss unbedingt in nächster Zeit. Und das Problem ist einfach nur die Hitze. Du hältst es nicht ewig lange aus. Ich zocke dann 1-2 Stunden und bin fix und alle und schwitze wie Sau. Ich hoffe, es wird wieder kühler. Ich brauche so persönlich so zwischen 20, 24 Grad und der Tobi fühlt sich wohl. Ist happy. So, als nächstes kommen wir zu einer Konsole, die nicht viele bevorzugen, aber ich sammle auch ganz gerne für diese Konsole und zwar für die Xbox One. Und zwar haben wir da Assassin's Creed Origins. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Xbox One hat für mich qualitativ immer noch viel zu bieten. Seht ihr, reden kann ich auch noch nicht mehr, weil wird immer trockener der Mund. Und ich habe Assassin's Creed damals angefangen. Origins hatte ich schon mal auf der Xbox One und dachte mir, naja, dann spielst du es auch auf der Xbox One weiter. Also geht dieses Spiel in die Xbox One Sammlung. Und falls ihr euch fragt, wieso hat er das gespielt, jetzt kauft er sich das wieder. Ich hatte die Xbox One schon mal, bevor ich angefangen habe zu sammeln. Und da hatte ich auch schon so einiges und ich ärgere mich immer noch, dass ich damals alles verkauft habe. Aber ich meine, welchem Sammler geht es nicht so? Ich habe damals Filme gesammelt. DVDs, Blu-rays und alles, was mit Filmen zu tun hat. Auch Plakate. Ich hatte Plakate an der Wand in Glas und alles sowas. Und habe aber immer wieder gezockt zwischendurch. Und habe immer eine Konsole gekauft. Mal die Xbox Classic, mal die Xbox 360. Dann kam eine PS2, dann kam wieder eine Wii dazu. Und irgendwie habe ich die immer wieder verkauft. Und immer wieder habe ich mir gesagt, Mensch, also so 2-3 Monate später, wieso hast du das getan? Ich verkaufe jetzt nichts mehr. Also ich verkaufe nur noch Sachen, die ich wirklich doppelt habe und wo ich mir von der Qualität nicht sicher bin, okay, das geht in die Sammlung, das verkaufst du. Und auch das tue ich relativ selten. Also bei mir sammelt sich hier in der Kiste wirklich mittlerweile wirklich einige Spiele. Und auch ein paar Konsolen sammeln sich hier. Es sind viel zu viel, aber egal, es macht Spaß. Ich habe Laune. Weiter geht's. So, das nächste Spiel, was ich habe, das ist The Witcher Wild Hunt. Wisst ihr, The Witcher 3. Ganz klar, ein sehr geiles Spiel. Und ganz einfach mal auf der Xbox One besorgt, weil die Xbox One steht im Schlafzimmer. The Witcher hast du zwar auf der PS4, aber du hast keine PS4 im Schlafzimmer. Also muss da ein Spiel her für die Xbox One, die sich dort befindet und deshalb habe ich mir The Witcher nochmal für die PS1 gekauft und deshalb geht die jetzt auch in meine kleine Sammlung. Bei der Roomtour, die ich demnächst machen werde, werdet ihr sehen, ich habe zwar einiges an Xbox One Spielen, aber weitaus nicht so viel wie andere. So, weiter geht's und zwar zur nächsten Kategorie. Film, ganz klar. Wie gesagt, ich war ja mal ganz großer DVD Blu-ray Sammler. Die Sammlung ist auch noch da, aber ich habe da auch ein paar richtige Highlights, wo ich gedacht habe, okay, die hast du dir damals gekauft, die sind jetzt richtig geldwertig. Ich hatte gerade vorher mal eine DVD in der Hand, dachte ich mir, okay, was hast du da bezahlt, 4 Euro. Gucke mal im Internet spaßeshalber nach und sehe, boah, dafür kriege ich jetzt 38 Euro? Ja, das ist nun mal so. So, und dann habe ich mir nämlich zugelegt, jetzt werdet ihr wieder sagen, oh Gott, was kauft der sich? Nein, Louis Gossett Jr. und Chuck Norris. Und zwar Feuerwalze, das ist so mehr so Indiana Jones auf ulkig. Also in dem Film haben sie sich selber nicht wirklich ernst genommen, aber er ist unheimlich gut von den Stunts her, von den Naturansichten her und auch, ja, leider Gottes, Chuck Norris und Louis Gossett Jr., die harmonieren. Auch wenn ihr das nicht glauben werdet, aber die harmonieren. Und wie gesagt, ist ein ziemlich, ihr seht ja, das ist ein ziemlich verrückter Film, ziemlich irre, auch schon das Cover und alles sowas. Und er nimmt sich halt selber nicht ernst. Ich werde ihn aber ernst nehmen, weil ich kenne ihn, ich habe ihn schon 2-3 Mal gesehen. Und ich fand ihn immer lustig. Und er reiht sich so ein bisschen in Indiana Jones, Tomb Raider und so ein.
Ist ganz cool gemacht. Also, dass das hier zwei Hirnis sind, die sich getroffen haben. Geht in meine DVD-Sammlung, bleibt in meiner DVD-Sammlung. So, und zu guter Letzt. Ich weiß, ich habe vor 2-3 Wochen euch diesen Film schon mal vorgestellt. Und da kamen denn die Antworten, ja, und das ist ja nur die geschnittene Fassung, die 16er Fassung, und wieso kannst du dir die kaufen und bla bla bla. Ja, ihr hattet recht. Ich habe ihn mir angeguckt und dachte mir, da fehlen Szenen, die du eigentlich ganz cool fandest. Und der Film an sich geht auch in der 16er Version, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber Robocop muss man sich den ersten eigentlich als 18er Version angucken. Also gucken wir uns den hier nochmal an, der geht in meine Sammlung. Ich habe die Gold Edition bekommen, schöne Geschichte, super gemacht. Ja. Ich werde den Film, den anderen, den 16er, den packe ich mit in die Kiste zum Verlosen, die ich mache. Da gibt es demnächst das Video, was ich eigentlich auch wieder heute machen wollte. Und zwar das Reinigungs- und App-Video. Und da, ich wollte da so einiges erzählen, wie ich meine Spiele reinige, wie ich mein, welche App ich benutze, wie ich meine Spiele immer über, in einem Blick habe und alles sowas. Wollte ich da reinsetzen und da wollte ich dann am Ende noch die Verlosungskiste nochmal um ein paar Superartikel erhöhen. Das Video kommt jetzt auch später, weil ihr seht, jetzt läuft mir hier schon wieder die Suppe. Ich versuche schon gar nicht zu bewegen, großartig und alles sowas. Und ja, Robocop geht in die Sammlung. Und das Video mit der Reinigung und alles sowas, sobald es etwas kühler wird, so 5, 6 Grad, werde ich dieses Video auf jeden Fall sofort hochladen. Ich habe es probiert, ich fange an zu schwitzen am Rechner, das ist die Hölle, auch wenn zwei Ventilatoren laufen. Vergesst es einfach, ihr kennt das Spiel und ja, so ist das nun mal. Gut, und das gleiche zählt auch für das Roomtour-Video, machen wir auch, ganz klar. Und kommt alles demnächst, versprochen, aber bitte lass es ein bisschen kühler werden. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende mit Flohmärkten und allem drum und dran. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.